Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Blood and Wine Expansion Pack. Und wir schauen uns an, was der, was glaube ich, Rüstungsschmied zu verkaufen hat. Also, ich habe gehofft, dass er vielleicht skellige Karten anbietet, aber da irre ich mich wohl. Schade. Okay, wir brauchen nichts davon. Von daher lassen wir erstmal reparieren. Was ich verkaufen will? Nö. Sind ja auch super leicht. Also wir sind ja auch lange nicht mehr unterwegs gewesen und haben irgendwelchen Schrott gelootet. Dann Quint. Lust auf oh, das habe ich wieder für 25 angeklickt. Fuck. Ist natürlich um 50 spielen. So viel Kohle haben wir noch nicht. Wobei ich verliere auch das ein oder andere Mal. Dann ist es ganz gut, wenn ich nur um 25 spiele. Nördliche Königreiche. Das war mein erstes Deck. Hallo. Bom, bom. Bon, bon. Schön, dass wir erstmal den besten aller Spione haben. Den kann er sich nicht wiederholen, er gibt ihm keine Angriffskraft und so weiter und so fort. Und wir haben noch einen Spion, der gibt ihm allerdings Angriffskraft. Auch nicht so schlimm. Oh, wir haben eine Finte, sehe ich gerade. Er müsste doch eigentlich auch einen Spion haben. Mindestens einen. Ach, wir ziehen noch einen Spion, nice. Oh, mein Gegner passt. Lass mich kurz überlegen, lass mich kurz überlegen. Es ist halt so einfach jetzt zu gewinnen. Es wäre dumm jetzt, uns das Leben schwieriger zu machen, indem wir noch eine neue Einheit ausspielen. Deswegen, ich überlege gerade, ob ich einen verbrenne und eine Einheit ausspiele. Er würde die 7er Einheit vernichten, dann hätte er noch 5. Dann würde das reichen. Ich glaube sogar, das mache ich. So. Jetzt können wir theoretischerweise die nächste Runde abgeben und dann einfach versuchen, die dritte alles rauszuhauen. Wenn wir das wollen. Ja, da kann ich dann auch wiederbeleben, wenn du jetzt ein paar ausspielst. Sehr gut, vielen Dank. Dijkstra, der dicke Dijkstra. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch was im Friedhof, deswegen werde ich wohl... Ach, das ist ja jetzt auch im Friedhof, aber das spiele ich trotzdem noch aus. Dann spielen wir noch. Ich glaube, ich spiele die hier noch aus und dann gebe ich ab. Siegelrunde. Da ist eine relativ schwache Karte mit dabei. So. Jetzt werde ich mir erstmal Dijkstra wiederholen von ihm. Weil er gibt auch nur 4 Angriff. Nein, er holt sich bestimmt Dijkstra wieder. Ach, fuck, das war mein Plan. Schade. Na gut, dann holen wir uns halt... Was hat er denn noch so? Oh, er hat noch einen Spion drin. Es ist zwar ein teurer Spion, aber Spion ist Spion. Bock, das ist gut. Dagegen haben wir auch Regen zur Not. Aber ich glaube, wir haben ja selber noch was im Friedhof liegen. Deswegen werden wir wahrscheinlich keinen Regen ausspielen. Wir haben 9 Angriff ihm gegeben und bekommen dafür 21. Jetzt gibt das uns aber auch nochmal gleich zurück. Aber wir sollten trotzdem gewinnen. Wäre sehr merkwürdig, wenn nicht. Ich muss dran denken, verbrennen rechtzeitig ausspielen. Deswegen spielt jetzt erstmal nur die Helden aus, die nicht verbrannt werden können. So, er soll eigentlich nicht so viele Helden haben wie ich, das ist unmöglich. Ich glaube, Nilfgaard-Deck ist einfach das mit den meisten Helden. So.
Es wird wahrscheinlich erstmal das Match werden, was ich bisher gespielt habe, mit den, wo die meisten Helden ausgespielt wurden. So, jetzt können wir eine 8. Einheit verbrennen. Schauen wir mal. Jetzt können wir 2 8er, ach nee, Quatsch, ich verdoppel sich ja. Jetzt können wir sogar 2 16er verbrennen. Das ist schon mal gut, weil jetzt kann ich nämlich eine 10er Einheit wiederholen, ohne dass ich rumheulen muss, weil die werden halt dann nicht mehr verbrannt, das sind nur 10er Einheiten. Aber ich warte erstmal ab, weil vielleicht hat er noch so einen Katapult, dann können wir nämlich alle 3 gleich platt machen. Wenn das dritte ausspielt, kann ich ihn aber eigentlich verbrennen. Extrem dichter Nebel, ja, das macht gar nichts. Bisher. Hat auch gleich keine Karten mehr, also soll es eigentlich gleich gewesen sein. Ach ja, wir könnten ja sogar noch so ein Spionus Video, aber wir haben noch genügend andere zum Wiederholen, also Karten, die wiederbeleben können, da brauchen wir das jetzt noch nicht machen. Das brauchen wir eh nicht, wir gewinnen so oder so. So, er hat das dritte Katapult nicht, sonst hätte er schon lange ausgespielt. Ich spiele jetzt Verbrenner aus, damit hat sich die Sache erledigt. Oh, er hat auch verbrennen, macht aber nichts. Wir können die auch wiederholen. Was hat er denn eigentlich für einen Effekt? Entferne durch Klirrende. Ach so, er hat gutes Wetter, aber war quasi nur, um sich eine Runde Zeit zu kaufen, weil es hat gar nichts verändert. Ach, nehmen wir ihn, was soll's. Einmal Regen, also den müsste ich echt rauskicken, so sinnlos. Oh, er hat auch noch einen Spion, krass, wusste ich gar nicht mehr. Macht aber nichts. Wir haben sogar genügend Karten im Friedhof zum Wiederbeleben, nice. Oh, ein böses Horn. Er hat immer noch eine Karte, wir können immer noch nicht. Spielen wir auch mal meinen Horn aus. Ich glaube, Rekord war mal 200 Angriffskraft oder so. So, jetzt aber. Na? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was für eine skellige Karte auf uns wartet. Jetzt ist es ja wirklich interessant, weil jetzt weiß ich ja, dass ich irgendwann damit spielen werde. Kambi. Keine Ahnung, was ist das? Es wäre geil, wenn man anzeigt, wenn man sich immer die neuesten anzeigen lassen könnte. Jetzt muss ich den erst suchen. Achso, ja, also muss ich auf Skellige Kambi. Oder ist nochmal automatisch. Ah, da ist nochmal automatisch ganz unten, glaube ich. Kambi. Wenn die Zeit gekommen ist, wird der Hahn Kambi krähen und Heimdall wird erwachen. Rächer herbeirufen. Wenn diese Karte vom Schlachtfeld entfernt wird, wird eine mächtige neue Einheitenkarte herbeigerufen, die ihren Platz einnimmt. Heimdall, weiß ich gar nicht mehr, was der konnte, also ob das jetzt geil ist oder so, müsste ich wissen, was Heimdall, ja, wie Heimdall aussieht, verdammt. Was er für einen Angriff hat und so, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht teste ich es irgendwann. So, jetzt noch zum, der ist da wahrscheinlich auf der, ach nee, der ist hier, genau. Dies ist Buclair, kein verlaustes Provinz. Warum ist es denn hier überall so dunkel in den Buden, Mann? Kauft euch doch mal Fenster. Seid total reich, aber überall so mega dunkel. Der beste Stahl, Toussaint. Sieh nur selbst. Komisch, mit denen redet er nicht. Meistens haben die ja noch so eine Option, dass sie noch irgend so ein bisschen Smalltalk halten, aber bei den beiden, bei dem anderen auch, bei dem Rüstungsschmied, war gar nichts. Und mit dem kann ich auch nicht Quinn spielen, fällt mir gerade ein. Was ist denn hier los? Krass. Toussaint Armbrust. Aber die sind ja eh nie gesockelt. Ich glaube, da können wir einfach auf. Ach, das ist eigentlich scheißegal. Brauche ich auch nicht kaufen. Ich spiele überhaupt kein. Wir haben auch wieder. Guck mal an, noch 4000. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Na, egal. Brauchen wir alles nicht. Rotz. Weiter zur nächsten Quest. Nicht doch. Bis dann. Interessant, dass das im ersten Stockwerk ist. Das ist total unrealistisch. Wisst ihr auch warum? Weil die schweren Sachen, hast du keinen Bock, die jedes Mal hoch und runter zu tragen. Deswegen bist du nicht im ersten Stock, wenn du ein Waffenschmied bist.
Aber egal. Haben die Programmierer leider nicht dran gedacht. Kann passieren. Hallo, Geralt, was ist los jetzt? Was macht er denn jetzt? Okay, er rafft sich wieder. Danke. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Pass gut auf dich auf. Wo muss ich denn jetzt heute hin? Noch wandeln. Hier und sonst nirgends. Moment mal, sind ja schon wieder neuer Händler aufgetaucht? Ja. Oh. Reiht sich aber auch alles aneinander, ey. Ich muss die ja auch alle kennenlernen, weil gegen die meisten werde ich wahrscheinlich Quint spielen können und ich brauche ja die Karten. Ich hoffe mal, dass jetzt hier der Eingang ist. Sehr gut. Der Herzogin persönlich. Willkommen, guter Mann bei Dupont und Söhne, Emporium der Vielfalt. Mit Zufriedenheitsgarantie. Mhm. Ah, gegen ihn können wir jetzt zwar auch nicht normal, also gegen ihn können wir spielen, aber jetzt auch kein Smalltalk. Oh, Bilder! Ach cool, fürs Haus bestimmt! Arethusas Turm bei Sonnenuntergang. Ach, ich hab's gekauft. Ich wollte es mir eigentlich erstmal angucken, aber egal. Kann für eine ordentliche Summe am Händler verkauft werden. Wir bekommen 2 Kronen. Arethusas Turm bei Sonnenuntergang. Die sind aber generell billig. Ruin eines alten Vor. Erntezeit in Weißgarten. Hütte der Kräuterfrau. Van Roch Selbstporträt. Garibaldi Hagan. Das sind ja alles super billig. Rotbraune Jungfrau auf schwarzem Grund. Dann kaufe ich mir die alle, um meine. Die Empfängnis Eduardos Reproduktion. Um meine Haus irgendwann zu verschüttern. Mal fehlt das erste Schritte. Die Geburt von Ludovic. Der Palast von Buclair. Bisher haben alle nur maximal 20. Die Schlacht von Anghihari 1206. Ein Schiff verlässt den Hafen 1220. Gewürzcenter 1212. Das sind auch nur Reproduktionen. Viele sind keine Originale. Ed in Kovir Ego. Stillleben. Ein Ritter kehrt von seiner Mission heim. Cirilla, Fiona, Ellen. Ach, Cirilla, unsere Siri ist das. Königin von Sintra. Und es scheint keine Reproduktion zu sein. Emir Faemreis, Kaiser von Nilfgaard. Auch keine Reproduktion. Ja, die kaufen alle. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle auch aufhängen kann, aber. Das ist mir egal. Dann werde ich die wahrscheinlich auch alle finden oder alle hängen schon da, egal. Dann mache ich gerade einen fetten Reibach, ich kaufe ihn gerade einen Laden leer. Und der nimmt aber auch nichts, ich habe eh nichts zu verkaufen, fällt mir gerade ein. Oder habe ich noch Fälle? Moment mal, ich habe nicht so viel Geld, ich sollte nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Haben wir noch Fälle oder sowas? Das hier kann ich erstmal verkaufen. Meisterlich gefertigter Kavalleriesattel ist schlechter, können wir auch verkaufen. Luma-Trophäe, Bonusgold, brauchen wir halt auch nicht. Trophäe von Goliath, Bonuserfahrung bei Monstern brauchen wir auch nicht. Krone des Königs der Schweinehirten, ah, das will ich eigentlich nur ungern verkaufen. Bringt auch 50% Bonusgold, das ist ziemlich krass. Vielleicht ist immer doch mal so knapp in der Kohle, dass wir das einfach mal behalten, weil wir es wirklich brauchen. Mal gucken. So, haben wir jetzt hier noch irgendwelchen Schrott, den wir nicht brauchen? Xenoklos, sonstiges Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Wieso kann man das verkaufen? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich nicht mehr brauche, ne? Ah, ist eh nur eins wert. Das sind alles Quest-Sachen, die man nicht mehr braucht, okay? Naja, das verkaufen wir aber nicht, weil, wie gesagt, ist halt nichts wert. Polierter Kristall. Verkauf halt Sachen, die auch was wert sind, sonst lohnt sich's ja nicht. Graf Romilis Figur. Ja, aber ich tue mich schwer, Sachen zu verkaufen, die man mal irgendwann für eine Quest gebraucht hat. Fistech. Plunder. Mysterium-Fesseln brauchen wir auch nicht. Die Fälle sind immer ein bisschen was wert und wiegen teilweise auch was. Ja, da haben wir es ja eigentlich schon. Okay. Wir könnten ja eine Runde Quint spielen, statt zu schwatzen, oder? Gerne.
Hoffen wir mal, dass der Kampf so einfach wird wie der letzte. Monster. Aber gut, das letzte Monster-Deck hier auf Toussaint war recht einfach. Finte. Da könnte ich... das wäre eine ganz gute Kombo, weil ja Nahkampf ist ja immer stark bei Monstern. Deswegen werde ich die Finte mal behalten. Strömender Regen brauchen wir eigentlich nicht. Klirrende Kälte ist gut. Dann gebe ich mal noch... Ja. Zweimal verbrennen, ich denke, das ist okay. Ich denke, damit kann man leben. Leider nur ein Spion. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber okay. Das weiß ich mal ganz gut. Wir haben halt auch keine Spione in Skellige, außer halt ihn hier, fällt mir gerade ein. Das ist halt auch ein ziemlicher Nachteil. Da haben wir einfach nicht so das Karten, den Kartenvorteil. Okay, ja, ich spiele einfach alles jetzt aus. Ich gebe dir noch einen Spion und alles ist gut. Und das Deck hat einfach den Vorteil, dass man sich so einen Spion beim Gegner dann häufig noch wiederholen kann mit dem Effekt vom Anführer. Oh, er hat Finte, sehr interessant, aber wir haben auch Finte, von daher nicht so schlimm. Ich will natürlich nicht, dass er das ausspielt. Na, darf ich kurz überlegen. Wenn wir den jetzt ausspielen, macht er ja bloß den Fünferblatt. Das ist blöd. Klirrende Kälte wäre nicht schlecht. Verbrennen würde den Fünferblatt machen. Brauchen eh was im Friedhof. Ich will halt, dass er seinen blöden Spion jetzt ausspielt. Was war das für einer? Ein Vierer, ne? Ein Vierer. Scheiße, der spielt halt den Spion aus, wenn ich jetzt abgebe. Das ist blöd. Ich kann ihn mir dann halt wiederholen, aber... Ich überlege gerade, ich glaube, ich gebe trotzdem ab. Ja. Kann ich leider nichts gegen machen, aber ich kann ihn mir dann wiederholen. So, eine 4 Einheit behalten, das war klar. Ja, übertreib mal. 4er, oh, das ist schön, weil nämlich der Kollege hier auch eine 4er Einheit ist. Jetzt ist halt die Frage... Spiele ich jetzt ihn direkt aus oder gehe ich erstmal auf den Spion und hoffe, dass er nicht eine stärkere Einheit ausspielt? Naja, wir gucken mal. So kann ich ihn dann ja verbrennen. Ja. Noch eine Finte, okay. Mein Gegner passt, wie dumm! Sehr geil, danke für diesen super einfachen Spielzug jetzt, ne? Ach nein, hat eine 5er Einheit dort liegen. Ich bin so blöd, ey. Ich dachte, er hätte eine 4er, wenn alle 4er Einheiten. Oh, ich bin so blind und dumm, ey. Oh, fuck. Jetzt müssen wir die... Also entweder führen wir jetzt die Combo nochmal aus, oder... Da haben wir auch klirrende Kälte, das würde auch reichen. Aber wir brauchen halt eh nicht zweimal Finte auf der Hand, fällt mir gerade ein. Der bringt uns im Friedhof viel mehr. Jetzt hat er nämlich auch keine Einheit, die er in die letzte Runde mitnimmt. Das ist auch nochmal gut. So, holen wir uns erstmal den Spion wieder, bevor er jetzt irgendwie sich die irgendeine Karte hat, die das wiederholen kann. Hä? Anwenden, hallo. Ah, er hat schon verloren auf jeden Fall. Kann er gar nicht gewinnen. Ha, ich wusste es, er hätte sich den blöden Spion wiedergeholt mit Sicherheit. Jetzt konnte er ihn nicht wiederholen, weil ich das gemacht habe. Ach ja, das Horn, naja, das ist nicht schlimm. Wir haben Verbrennen. Wir können zur Not den Kollege da wiederbeleben, der die verbrennt. Also wir haben zweimal Verbrennen, von daher... Geil, er spielt einen Horn auf nichts aus. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Er hat bestimmt auch mega krassen Shit da liegen. Ich will das mal verbrennen aus. Eisriese! Verdoppelt auf 10. Okay, dann verbrennen wir den auch mal. Oder nee, warum? Wir können ja erstmal warten. Vielleicht hat er noch eine 10er Einheit. Ich glaub's zwar nicht, aber man weiß ja nie. Noch ein Horn, aber wieder dreimal das Horn auf der Hand hat. Sehr geil.
Okay. 12 Einheit können wir jetzt kaputt machen, wenn wir wollen. Da können wir jetzt sogar die 10 Einheit ausspielen. Sehr schön. Oh, mein Gegner passt. Dann brauchen wir ihn ja gar nicht kaputt machen. Ja, komm, wir machen es einfach. Er hat sogar noch eine Karte auf der Hand gehabt. Wäre mal interessant zu wissen, was das denn jetzt war. Okay, mal gucken, was wir jetzt bekommen. Was findet in ganz Toussaint keine bessere Qualität? Pirat des Clans, die Mund. Ich dachte, das auch nicht stark. Ja, also doch nicht immer ganz unten. Schade. Pirat. Eine 6er Einheit mit einem Effekt. Ich kann die Angst in ihren Augen sehen. Vor mir, vor dem Clan Demon. Die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld werden getötet. Die stärksten Karten. Oh. Gut eingesetzt, gar nicht schlecht. Quasi ein extra Verbrennen. Ist die Frage halt nur, macht es dann nicht mehr Sinn, Verbrennen auszuspielen? Also einmal mehr am Deck zu haben, statt die Karte. Weil entweder spielt man sie als erstes aus, von einem selbst. Dann vernichtet sie sich selbst und die Stärkste des Gegners. Wenn ich Verbrenner ausspiele, hat es den gleichen Effekt. Da habe ich auch keine Einheitenkarte, aber der Gegner bekommt auch die Stärkste weggebumst. Und wenn ich eine stärkere Einheit habe, vernichte ich ja die stärkere Einheit. Also es bringt gar nichts. Ne, der Effekt klingt zwar auf den ersten Moment gut, aber eigentlich ist Verbrennen besser. Und da ich eh kein Verbrennen mehr als dreimal brauche oder überhaupt dreimal, ist es, ja, nicht notwendig. So, ist jetzt hier einfach noch ein Rüstungsschmied oder was? Lazare Lafagus Werkstatt an. Ich dachte, da macht Rüstung und da macht alles. Und ist da drüben etwa schon wieder ein Kräuterhändler? Hier geht's ja runter in der Stadt. Ja, Alter, wie viele. War ja nicht mal in Ochsenfurt oder Novigrad, dass da so viele Händler aufeinander hocken. Das ist ja geil. Auch ein Kräuterkundler, okay. Achso, das hier ist ein Alchemist gewesen. Ah, das ist ein kleiner Unterschied. Hütet euch vor dem Hallo. Ein Hexer aus der Wolfsschule, hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazare Lafargue. Geralt von Riva, du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd, aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Krass. Haben wir durch Zufall direkt noch ein Quest hier, das wir annehmen können. Und gegen den können wir auch nicht Quinn spielen. Na, schauen wir erstmal, was er anspielt. Was hast du denn im Angebot? Okay, okay, okay. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Freund davon, mir solche Sachen im Laden zu kaufen. Einfach weil ich die Sachen lieber finde. Finde ich cooler. Und von daher gucke ich eigentlich nur, was er so im Angebot hat. Und manchmal ist es halt irgendwas, das man haben möchte. Ach, Moment mal. Meisterliches Waffendingens würde ich mitnehmen, falls das da ist. Genau. Moment, war das gerade Rüstung? Es war Rüstung. Oh. Die sehen halt fast gleich aus und ich habe leider nicht richtig hingeguckt, ich Idiot. Er bietet ja auch noch Rüstungen an, sehe ich gerade. Na, egal. All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tienzel, einem legendären, leider verblichenen Elfen und Rüstungsschmiedemeister. Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen.
Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tien Zähl in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich sage dir alles, was ich weiß, und du lässt mich im Gegenzug Kopien von den Schemata anfertigen, die du finden kannst. Einverstanden. So, ich glaube, wir müssen erstmal Schluss machen. Ja. Na komm, das schaffen wir schon noch. Komm, schnell. Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen Lehrling angenommen? Mein Vater war Rüstungsschmied. Ich habe von klein auf geholfen und irgendwann meine eigenen Stücke geschmiedet. Meister Tien Zähl sah meine Arbeiten und bot mir eine Lehrstelle an. Mir ist erst Jahre später klar geworden, was das für eine Ehre war. Leider ist mein Meister später bei einem Massaker ums Leben gekommen. Er hat mir alles beigebracht, was er wusste. Und doch habe ich es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft, die Voraussetzungen der Zunft für den Großmeistertitel zu erfüllen. Ich weiß, dass ich in meinem Geschäft einzigartig bin, aber bis ich nicht eine Hexerrüstung von Großmeisterqualität angefertigt habe, werde ich nie wissen, ob ich meinem Lehrer ebenbürtig bin. Traurig. Wo soll ich nach den Schemata suchen? Ich weiß von 5 vermutlich toten Hexern, jeder aus einer anderen Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Wo soll ich anfangen? Manticore müsste ja eigentlich die geilste von allen Schulen sein, oder? Weil es einfach das gefährlichste Tier ist von allen. Katze? Ah, wobei, ist Greif gefährlicher als Manticore? Ich glaube, Manticore ist noch gefährlicher. Das ist doch der Löwe mit dem Skorpionstachel. Greif kann natürlich fliegen, aber ich würde sagen, insgesamt ist ein Manticore schon das gefährlichste von den Tieren. Und das am wenigsten gefährlichste, die Katze. Ja. Erzähl mir von meinem Bruder von der Wolfsschule. Sein Name war Ardon. Ich erinnere mich gut an ihn. Mein Meister mochte ihn und half ihm, einen gut bezahlten, aber nicht zu riskanten Auftrag zu finden. Vor ein paar Jahren traf eine archäologische Expedition von Castel Groupien in Toussaint ein. Die Mitglieder der Expedition befragten den Meister zu den Elfenruinen in Term. Er warnte sie eindringlich vor den Gefahren und legte ihnen nahe, Ardon als Eskort mitzunehmen. Was für Gefahren hat er gemeint? Weißt du das? Der Legende nach spuken Geister in den Kammern unter Term. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber die Expedition samt Hexer ist spurlos verschwunden. Wie traurig. Okay, das dauert jetzt doch zu lange. Ich muss Schluss machen, deswegen beende ich das erstmal. Weil ich kann jetzt leider auch keine weitere Folge aufnehmen. Wiedersehen. Ich darf nur nicht vergessen, dass wir jetzt weiter mit ihm reden, weil dann beim nächsten Mal, wenn ich hier halt die nächste Folge aufnehme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Pax, Daumen nach oben. Tschüss.